Egal ob Pretty Woman, Notting Hill oder Erin Brockovich, Julia Roberts, 54, ist aus Hollywood nicht wegzudenken. Mitte Oktober wird die Schauspielerin bei einer Gala im Academy Museum of Motion Pictures auf besondere Weise geehrt. Roberts erhält den Icon Award, wie unter anderem das Branchenmagazin The Hollywood Reporter berichtet. Die Auszeichnung werde an Künstlerinnen und Künstler vergeben, deren Karriere einen erheblichen, weltweiten Einfluss auf die Kultur gehabt habe. Zuvor wurde bereits bekannt, dass neben der Oscar-Preisträgerin auch drei ihrer Kollegen aus der Filmbranche ausgezeichnet werden. Auch diese Stars werden geehrt. Der Regisseur Steve McQueen, 52, soll den Vantage Award erhalten, da er mit seiner Arbeit geholfen habe, vorherrschende Narrativen rund um das Kino einzuordnen und diese zu hinterfragen. Die Schauspielerin Tilda Swinton, 61, bekommt den Visionary Award, weil ihr Werk die Filmkunst vorangetrieben habe. Die Produzentin Mickey Lee, 64, werde für ihre Unterstützung des Museums mit dem Pillar Award geehrt. Die Gala im Oscar-Museum fand erstmals im vergangenen Jahr statt. Die zweite Ausgabe ist für den 15. Oktober geplant. Die Schauspielerinnen Halle Berry, 55, und Lupita Nyong'o, 39, Produzent Jason Blum, 53, sowie der Regisseur und Drehbuchautor Ryan Murphy, 56, haben für das Event den Vorsitz inne. Beteiligt an der Gala sind zudem viele weitere, große Namen, darunter unter anderem Adrian Brody, 49, Glenn Close, 75, Gwyneth Paltrow, 49, Jennifer Garner, 50, Leonardo DiCaprio, 47, und Orlando Bloom, 45. An dem Abend sollen Spenden für das Museum gesammelt werden. Wiesbaden,